Zwei Dreiecke heißen ähnlich, wenn sie in zwei Winkel übereinstimmen, dann stimmen sie auch im dritten Winkel überein. Spiegelung oder Rotation liefert weitere ähnliche Dreiecke. Bei einer Rotation eines Dreiecks bleibt die Orientierung ABC erhalten. Bei einer Spiegelung eines Dreiecks dreht sich die Orientierung des Dreiecks um. Zwei Geraden S1 und S2 schneiden sich unter einem Winkel. Wir haben zwei weitere parallele Geraden P1 und P2. In dieser Konstruktion erkennen wir zwei ähnliche Dreiecke. Einmal das rot gezeichnete Dreieck ZAC und einmal das blau gezeichnete Dreieck ZBD. Jede Seite des blauen Dreiecks ist um einen Faktor f länger als die entsprechende Seite des roten Dreiecks. Die Seitenverhältnisse A' zu A, B' zu B, C' zu C sind konstant. Das ist der Strahlensatz. Mit Hilfe des Strahlensatzes hat Thales die Höhe der Cheops-Pyramide ermittelt. Die Cheops-Pyramide wirft einen Schatten der Länge C. Ein Stab der Länge A wirft einen Schatten der Länge B. Wir können zwei ähnliche Dreiecke erkennen bzw. eine Strahlensatzkonstruktion aufbauen. Die Höhe der Pyramide verhält sich zur Höhe des Stabes genauso wie die Länge des Schattens der Pyramide zur Länge des Schattens des Stabes. Der Schatten der Pyramide ist 90 mal länger als der Schatten des Stabes, also ist die Pyramide selbst 90 mal höher als der Stab. Der Stab hat eine Höhe von 1,63, das heißt die Pyramide hat eine Höhe von 146,7 Meter. In dieser Strahlensatzkonstruktion erkennen wir ebenfalls drei ähnliche Dreiecke. Wir formulieren die Vierfeldertafel. Die lange horizontale Strecke A verhält sich zur kurzen horizontale Strecke B wie die lange vertikale Strecke x plus c wie zur kurzen vertikalen Strecke x. Wir formulieren die Quotientengleichheit, lösen nach x auf und erhalten x gleich c durch ab minus 1. Einiges ergibt sich x zu 48 Meter. Der Strahlensatz sagt uns, dass das Verhältnis der rechten Seiten der beiden Dreiecke genauso groß ist wie das Verhältnis der linken Seiten der beiden Dreiecke. Wir haben zwei Punkte A und B, die eine Dreiecksseite symbolisieren. Auf der Mittelsenkrechte M befinden sich jetzt alle Punkte, die von A und B gleichen Abstand haben. Die drei Mittelsenkrechten eines Dreiecks schneiden sich in einem gemeinsamen Punkt. Dieser gemeinsame Punkt hat von allen Ecken den gleichen Abstand. Es handelt sich also um das Zentrum des Umkreises des Dreiecks. Wir zeichnen ein Dreieck ABC und fällen von C das Lot auf die Strecke AB. Der Abstand zwischen dem Lotfußpunkt und dem Punkt C ist die Höhe des Dreiecks. Aus der Höhe des Dreiecks und der Länge AB ergibt sich die Flächeninhalt des Dreiecks. Der Lotfußpunkt muss nicht innerhalb des Dreiecks liegen und es ist egal, welche Höhe man nimmt, um die Dreiecksfläche zu berechnen. Auf der Winkelhalbierende liegen alle Punkte, die von den beiden Schenkeln des Winkels gleichen Abstand haben. Alle Winkelhalbierende eines Dreiecks schneiden sich in einen gemeinsamen Punkt. Dieser Punkt hat also von allen Seiten des Dreiecks gleichen Abstand. Es handelt sich um den Mittelpunkt des Innenkreises des Dreiecks. Wenn wir die Mittelpunkte der Seiten eines Dreiecks einzeichnen und mit M markieren, und diese Mittelpunkte mit den gegenüberliegenden Kanten verbinden, haben wir die Seitenhalbierenden. Auch diese schneiden sich in einem Punkt, dem Schwerpunkt. Ein gleichseitiges Dreieck hat nicht nur drei gleiche Seiten, sondern auch drei gleiche Winkel. Jeder beträgt 60 Grad. Beim rechtwinkligen Dreieck bezeichnen wir die beiden kurzen Seiten als Katheten und die lange Seite als Hypotenuse. Die Fläche eines rechtwinkligen Dreiecks entspricht der Hälfte des Produktes der Kathetenlängen.